Wertvoll kochen wird präsentiert vom Fränkel Kochclub. Liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wertvoll kochen hier aus dem Kochstudio Fränkel in Friedrichshafen. Heute nochmal mit der Legende, sage ich mal, Arthur Frigrenz, okay. Ja, AFR, das müssen Sie wählen. Und wir haben es heute auch gewählt und deshalb ist er hier. Und heute machen wir eine ganz super Geschichte. Ja? Das heißt, wir machen geschmorte Kalbsbäckle auf Räucherforellensoße. Hört sich jetzt nicht unbedingt spektakulär an und Sie werden sagen, oh, Kalbsbäckle haben wir doch erst letztens gehabt. Aber das ist Arthur Frigrenz-Style, ja? Und ist ganz was anderes, als Sie sehr wahrscheinlich vermuten. Und jetzt legen wir los und zeigen mal, wie man das macht. Genau. Gell? Eigentlich ist es ein regionales Vitello Tonato. Vitello Tonato. Vitello Tonato, meine Art, sage ich mal. Und dann nehmen wir halt Kalbsbacken, kein Kalbsrücken. Und jetzt bei den Backen gehe ich einfach her und fahre mit dem Finger mal drüber, wie sie die Prinzessin auf der Erbse, und stelle fest, da ist noch irgendwas vom Knochen noch dran. Mhm. Das kleine Stückchen mache ich weg. Also Sehne und Haut lässt du dran? Haut lasse ich alles dran. Aber alles, was halt Knochen ist, und was man hinterher. Die Haut ist fett, der Frucht dran bleibt fett, ist ein Geschmacksträger und das brauchen wir auch. Aha. Schneiden wir es jetzt einmal so durch. Und wieso so. Machst du die so klein? Weil das einfach, das ist meine Vorspeisenportion. Ah, okay, drei gut. So kleine Möcke. Ach bei so. Anderen wäre es eins vielleicht, aber bei mir sind es drei. Okay. Jetzt tun wir da mal reichlich Fett rein. Aha. Wenn wir da, fahr gerade mal da drüber, dann merkst du es gerade. Ja. Das ist die Sehne, die muss weg. Die hier geht, aber die hier ist einfach so hart. Okay. Das ist am Knochen dann, da haben sie ja richtig am Knochen runtergekurbelt. Das ist ja das, was ich immer sage. Ja? Man muss immer halt Gefühl walten lassen und die vorstellen können, wenn du sagst, ah, nein, das ist zu knorbelig, zu hart oder zu knochig, dann muss es natürlich dann weg. Dann muss es weg, ganz klar. Aber Haut und Sehnen lässt man alles dran. Lässt man alles dran, das wird nachher dann einfach. Weil das schmort sich dann auch weg. Das gibt auch die tolle Soße drin. Also ich mache zum Beispiel mal Butterschmalz rein, gell? Genau. Du hast gesagt reichlich. Reichlich. Weil wir das jetzt auch so machen, dass wir nicht zuerst das Fleisch anbraten, sondern wir machen zuerst zuerst Salbei. Salbei, der wird richtig knusprig frittiert, oder? Ja. Und danach nehmen wir den raus und dann machen wir die Gemüsestreifen. Dann werden die auch rausgenommen. Und in diesem Fett, das jetzt durch den Salbei und durch die Gemüsestreifen natürlich viel Aroma gekriegt hat, braten wir dann das Fleisch drin an. Ja? Und das Ganze eben in Butterschmalz, weil Butterschmalz ist eigentlich ausgelassene Butter. Und heißt, man kann richtig heiß drin anbraten und hat aber diesen tollen Buttergeschmack. Genau. So, das so machen. Wenn man jetzt sieht, was ich jetzt sage, das ist schon weg. Was ich abfallkette, dann fast gar nichts. Ja, also ich verwende einfach anders. Genau. Ich verwende jetzt einfach alles. Für mich ist es einfach, wie soll ich sagen, wichtig, wenn ich so denke, so ein Kalb, das braucht ein Dreivierteljahr, bis es soweit ist. Eben. Und ich hau da die Hälfte weg, ich würde die ganze Sehne wegmachen und alles. Das ist schon schade drum. Gut, also wir haben im Kurzen jetzt besprochen, was ganz interessant auch noch ist, wir nehmen kein Tomatenmark her, um da Farbe zu geben, sondern wir nehmen ein bisschen Paprikapulver. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das nicht zu früh zugeben, dass es halt nicht anbrät und bitter wird, das ist ganz klar. Aber das machen wir dann im letzten... Das geht ganz schnell und dann muss man da loslegen. Da ist ein bisschen Salz rein, oder? Ein bisschen Salz. Aha. Okay, dass der Salbei quasi... Ja, den ist auch gleich gewürzt und so. Wo haben wir das Salbei? Haben wir den da? Ja, der Hirsch in Goppelsweiler, liebe Zuschauer, das ist schon eigentlich eine Institution. Gibt es jetzt wie lange schon? Ja, 22,5 Jahre. 22,5 Jahre. Ja. Und du hast vorher gesagt, oder in unserem Gespräch vorher, dass du quasi mit nichts angefangen hast, oder? Ja, das sowieso, das war eigentlich... Hast du damals schon Partnerin gehabt eigentlich? Ja, das habe ich schon gehabt. Das hast du schon gehabt. Die gleiche noch? Die gleiche noch, immer noch die gleiche. Also ich bin brav. So, das gefallen schon? Ich bin richtig anständig, ja. Ja, und das war natürlich schon irgendwann mal, man hat was gelernt, was gesehen. Genau. Und ich war in der Karibik, ich war in Frankreich, ich war überall rum. Frankreich ohne Wort Französisch zu kennen, da war Mut und Wahnsinn ja natürlich sehr nah beieinander. Und dann nach England, ich war in der Schule immer stinkfaul. Aber ja, da haben wir schon was gemeinsam. Nach Amerika, in Karibik übergegangen zum Schaffen, nachher nach Barbados. Okay. Ohne, Englisch habe ich schon kennen, aber... Ja, ja, halt ein bisschen schulähnlich. Du machst da ein bisschen Mehl hin. Ein bisschen Mehl drauf. Aha. Und wir haben eben auch hier wieder das Doppelgriffige. Ja? Das ist
Das ist einfach ein bisschen feiner und so grieselig und dann wird das Sache auch richtig knusprig und es bleibt eben dann nicht zu viel Mehl am Produkt haften. So ist es. Und dann haben wir keinen Mehlgeschmack, sondern nur einfach die schöne Knusprigkeit, was uns dieses Grieselige einfach gibt. Aber du warst jetzt niemand, der gesagt hat, irgendwo gefällt es mir so gut, Barbados, jeden Tag Sonne. Das war schon mal kurz im Gespräch bei mir, Barbados. Aha. Aber da drüben, das ist einfach die Mentalität von den Einheimischen, die schaffen wir da. Das geht nicht. Okay. Komm ich heute, komm ich morgen. Also bist immer der Fremde auch eigentlich, oder? Das sowieso. Gut, das haben wir dann nachgebracht. Im ersten halben Jahr oder das erste Mal war das nicht so. Aber das zweite Mal, wo ich den drüber geschafft habe, in der nächsten Wintersaison, da war ich wirklich ein Freund. Mhm. Da durfte ich dann auch mit, weil ihre Privatveranstaltungen und so. Aha. Und am Anfang war ich halt nur der Assistant-Exekutiv-Chef, der wo ein wenig Trouble bringt, der Troublemaker halt drin, weil ich einfach gemeint habe, das muss anders gehen. Und das war halt doch irgendwie falsch. Wann ist es genug frittiert? Wann merkt man das? Wenn es aufhört zum Knistern, oder? Kurz bevor es verbrennt, gell? Aber es darf auch nicht mehr knistern. Genau. Man hört das eigentlich. Beim Kochen ist sehr viel Hörsache. Wir haben ja gar keine Zeit zum Gucken. Passt? Wir hören das eigentlich immer. Ich hätte jetzt noch ein bisschen. Also es zischt noch, dann lassen wir es nur ein bisschen. Ja. Und hörst dann hast du den letzten. Ja, doch. Hörst du es jetzt? Ja, ja, meine Ohren war gerade beim Ohrenarzt. Ah, okay, hast du Wurzel lang, ja? Okay. Super. Gut. Ja, so. Schön. Aber dann hat es ja mit der Dreadlocks, habe ich gehört, nicht so klappt, oder? Ja. Und darum musste ich Barbados verlassen. Nein, so war es jetzt. So war das jetzt. So, dann nehmen wir das raus. Und jetzt haben wir natürlich schon mal einen Salbeigeschmack drin. Ja. Eben, und durch das Salz eben auch ein bisschen Aromatik. Ja. Und jetzt machst du gleich das Gemüse. Jetzt machen wir das Gemüse rein. Gleich die nächste Geschichte. Und das haben wir genauso auf dem Papier drauf. Mhm. Das ist mein Gemüsestrohnadel, das ist meine Beilage, meine Obstbeilage. Und unter das Gemüse haben wir dann auch noch die Kapern mit rein. Aber zuerst mal das Gemüse ein wenig anbraten lassen. Also auch da ein bisschen Mehl, dass es schön knusprig wird. Gut abklopfen. Und man darf ruhig ein wenig Struktur sehen. Also so ganz fein geschnitten braucht jeder. Mhm. Das sollen die anderen machen. Ich mache das jetzt. Gut. Und dann werden wir in dem Fett gleich die Kalbsbacken anbraten. Ja. Würzen tun wir sie erst später, wenn sie angebraten sind. Nein, schon zieht es immer so viel Wasser. Ja, ja. Das ist ja viele, wenn sie das Gulasch machen, dann fragen sie mich immer, ja, warum zieht mir das Gulasch so Wasser? Mhm. Klar, weil gleich Salz reinkommt, ist die Feuchtigkeit raus und dann schwimmt das da drin. Okay. Und das ist ja dick genug, da können wir das auch später würzen. Ja, eben. Und das schmort ja Zeit lang und dann passt es. Genau. Wir haben natürlich schon eine Ladung vorbereitet, weil es braucht, wie lange musst du schmoren? 2-3 Stunden? Und zwei Stunden. Eigentlich so eineinhalb Stunden. Wenn sie so klein sind, 1,5 Stunden, das reicht mir. Okay. Das reicht. Die sollen ja natürlich schon butterweich sein, die sagt man. Aber wir zeigen, wie man es macht. Messer rücken, eigentlich Schneide kennen, sagt man. Dann sind sie gut. So, das wird es noch ein bisschen brauchen. Wie gesagt, danach gehen wir die Kapern an und werden die Kalbsbacken dann anbraten. Und wenn wir aus der Werbung zurück sind, werden wir Ihnen zeigen, wie wir das machen. Also bis gleich. So, liebe Zuschauer, schon sind wir wieder da. Arthur will ein bisschen Gas geben. Salbei ist frittiert, haben wir gesehen. Die Gemüsestreifen haben wir auch angebraten und gleich im letzten Drittel des Bratens die Kapern dazu. Natürlich Kapern in Marinade genommen, also keine Salzkapern. Nein, brauchen wir da. Abgegossen dazu und auch ein bisschen frittiert. Ja, und die geben wir jetzt eben auch. Wir brauchen das Fett, oder? Das Fett brauchen wir, ja. Das tun wir dann kurz raus. Dann, und ist noch eine andere Pfanne, wo wir dann die Kalbsbacken anbraten können. So ist das. Genau. Und du hast da auch schon wieder was vorbereitet. Jawohl, ich habe meine Weckleits zugeschnitten. Die haben jetzt ein kleines, also gedrittelt. Mhm. Da fliegt die Hälfte noch raus. So, und das Ganze jetzt auch abtropfen. Das kommt nachher oben drauf, nehme ich an. Jawohl. Wir nehmen aber die. Sauber. Ja. Genau. Wir nehmen aber die tiefe Pfanne dann zum Anbraten. Okay. Die ist auch schon heiß. Gut. Dann würde ich sagen, übernehme ich die Kalbsspeckle und du kümmerst dich schon um die Soße. Also Vitello-Soße im Prinzip, aber eben nicht mit Thunfisch, sondern in unserem Fall mit der geräucherten Forelle. Also die Sehnenseite drauf, dass sie richtig runterschmort. Ja. So, jetzt bei der Forellesoße, da brauchen wir gar nicht viel durch. Die Zwiebeln müssen gar nicht fein sein, das muss einfach ein wenig grob packen. Aber das wird auch ein bisschen angedünstet, oder? Die werden jetzt angedünstet mit ein wenig Butter. Und wenn wir von Kalbsbäckle sprechen, und mir fällt gerade auf, dass die gar nicht so verschnitten sind, hast du da einen regionalen Anbieter, der dir sowas macht? Ich habe einen regionalen Anbieter und der kriegt jetzt alle auch jetzt von sich selber her. Die haben schon einen kleinen Schnitt drin, aber nicht den großen. Das nennt man ja den Finnenschnitt.
Jetzt will aber keiner wissen, was das ist. Das interessiert ja, eigentlich ja, auch klar, nicht. Sicher, aber das macht halt die ganze Katzbacke kaputt. Gell? Ja, so ist es. Aber das muss man einfach sehen. Aber ein guter Koch sieht das natürlich auch, ja, ja, was jetzt da los ist mit dem Tier. So, und das lassen wir jetzt anbraten. Also richtig schön die Fettseite einfach und die Sehnenseite richtig schön anbrät und vor allem weiterbrät und dadurch sehr zart wird. Du hast jetzt ein bisschen Butter genommen. Jawohl, noch ein Zucker gleich, also Salz und weiter. Butter, Salz, ja, und Schalotten. Oder kann man auch normale Zwiebeln nehmen, das wird ein bisschen angebraten. Die Schalotten sind halt ein wenig milder. Mit Knoblauch. Brauchen wir da starke Hitze oder? Darf schon sein. Ja, darf okay, dass es ein bisschen Geschmack gibt, ja, oder? Dann da haben wir. Da mache ich jetzt meine Soße gleich, meine Kräutersoße. Mhm. Da habe ich jetzt einen Sellerie, ein Kresse drin. Und. Forellefilet ist jetzt gleich zu dem angebratenen. Tun wir mit rein, klein wenig. Und dann auch gleich mit Gemüsebrühe auffüllen. Also eben einfach um dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Substanz und Geschmack zu geben. Nur. Dass es nicht nur nach Forelle schmeckt, sondern einfach das Gemüse und der Knoblauch ein bisschen. Und ich mag jetzt nicht unbedingt ganz so gern. Die Zwiebeln müssen gar nicht ganz weich gekocht sein, wenn das alles gemixt wird. Ja. Und dann kocht es dann nachher, wenn ich das passiere nachher dann, und dann koche ich es nochmal ein und dann schmeckt es viel intensiver nach Zwiebeln, ne? Wie wenn ich sie ganz weich mache. Okay. Ich möchte es so. Ja. Also ein Haufe Tipps in so einem kleinen Gericht. Ne? Ja, und jetzt kann man da einiges lernen. Und das ist jetzt Joghurt? Creme fraiche drauf. Creme fraiche. Ja. Dann sehr viel drauf. Creme fraiche wird ja durch bestimmte Bakterien wird ja Sahne eingedickt, oder? So auf die Art. Ja. Ja, und kleine Salz. Ein Pfeffer noch, Salz haben wir schon drin. Mhm. Das ist alles, da mache ich gar nichts mehr. Das war Fenchel Koriander. Ach du Scheiße. Aber der super. Passt wunderbar. Das ist der Pfeffer, oder? Fenchel Koriander, das ist der Pfeffer. Aha, dann machen wir halt das auch nicht. Ja. Aber Fenchel passt ja gut, nein. Ja, perfekt. So, schön. Gut, dann mache ich nebenher meine Kräutersoße noch. Kräutersoße brauchen wir für was? Wenn man als Dekoration einfach. Ich finde, das ist einfach ein maschiges Gericht. Die Forellensoße. Und das kommt richtig schwer raus und dann möchte ich gerne irgendwas zum Zuhang, wo man es einfach leichter macht. Okay, was zum Schluss einfach noch so ein bisschen einen Kick gibt. Und Schluss gibt halt ein kleines, leichtes ist her. Und da sieht man jetzt sehr schön, dass die Kalbsbacken wunderbar anbraten. Ja? Und ich sage immer, es ist einfach Sache, oder man sieht die Qualität an einem Fleisch oder einem Fisch, wenn man auf der Haut brät, wie er anbrät, finde ich. Wenn er schön gleichmäßig anbrät und vor allem gut riecht, ja, dann hat man was Gutes in der Pfanne. So, das kocht jetzt schon fast. Und du kommst ja eigentlich kochtechnisch schon eher ein bisschen aus der französischen klassischen Richtung, oder? Ja, so eigentlich schon. Also, her. Wie soll ich sagen? Ja, da kommt jetzt. Ich koche eigentlich schon wegen Eisner, ja, als klassisch. Der Escoffier war bei mir schon noch. Ist, der liegt auch noch ziemlich weit vorne dran. Okay. Und das neumodische Sache, ich finde das toll, ich mache das auch. Was heute neumodisch ist ja aus diesem Alten. Es kommt aus der alten Geschichte raus, ich habe ein altes Kochbuch aus 1903, neuzeitliche Küche, der Verlag war in Konstanz. Und dann hole ich heute noch Idee raus, ja, aber so kannst du dann natürlich nicht kochen. Ich mein, aber es ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Das wird halt interpretiert, oder? Ja, so genau. Und du hattest mir vorher so ein toller Spruch gezeigt aus dem Bregenzer Wald, der genau das beschreibt. Das, also, was ich eigentlich so mache, ja, ich ehre das Alte, bin auch auf das Neue aufgeschlossen. Aha. Ja, und das ist eigentlich genau das, was es braucht, oder? Was für mich wichtig ist, ja. Weil wenn man genau, ich sage, wenn man genau hinschaut, dass manche Rezepte, wo man denkt, boah, ein Wahnsinn, ja, dann ist es immer so, dass die Basis und die Grundlage ist einfach wirklich schon vor 50 oder 100 Jahren gelegt worden. Ja. Was brauchst du? Mir einen Kräuteressig. Ein Kräuteressig, ja. Aber ein Apfelessig da. Ja, okay. Apfelessig und sonst habe ich dir unter, glaube ich, einen Kräuteressig. Jawohl. Ja, Weißweinessig, okay, der passt gut. Ja, das geht. Mhm. Sind jetzt nur Kräuter. So, also. Und hier haben wir das jetzt schön angebraten. Geben das Mürbar dazu, also unser Röstgemüse. Wenn Sie gut aufgepasst haben, wissen Sie, was das ist, weil wir verwenden diesen Begriff ja wirklich öfters. Wird angebraten, dann wird es gesalzen und mit Pfeffer gewürzt. Und dann kommt erst ein bisschen Paprika dazu. Wird ganz leicht kurz angedünstet, dass der Paprika nicht verbrennt. Und dann haben wir gesagt, Rotwein, Madeira und Portwein. Ja. Haben wir jetzt richtig gesagt. Das alles gut. Gleich, ja. Und das ist auch wieder wie beim Lamm in der Soße auch einreduziert, ja, glasiert. Und dann wird es mit Gemüse oder mit Kalbfond, wenn man hat, aufgefüllt.
und dann wird es im Ofen bei 160, 170 Grad geschmort, so eineinhalb Stunden. Ja. Und jetzt haben wir ja da unsere Forellensoße. Ja. Und nebenher mache ich gleich meine Kräutersoße. Da habe ich jetzt nur die Kräuter mit Essig und Öl drin. Das lassen wir jetzt ganz kurz. Wir gehen ganz schnell in die Werbung und sind gleich wieder da. Und dann sehen Sie, wie es bei uns weitergeht. Gut. So, und schon geht's weiter, liebe Zuschauer. Die Kalbsbäckle sind jetzt bereit. Du machst dein... Ich mache mal Kräutersoße. Ganz wichtig, dass ja kein Salz und Pfeffer am Anfang reinkommt. Wenn es nicht reinkommt, dann wird die Kräuter grau. Okay. Ganz wichtig. Gut. Und da darf ich jetzt die Paprika drauf. Ja, ich mache ein bisschen Salz. Gleich anrichte, jawohl. Dann eine Paprika drauf. Und der ersetzt uns jetzt quasi die Farbe vom Tomatenmark und so gibt einfach schöne Frische. Gibt halt natürlich auch noch einen wahnsinnigen Geschmack noch rein. Ja. Und nicht zu stark anbraten, gerade so, dass es ein bisschen anrüstet. Ja. Und dann haben wir gesagt, Rotwein. Rotwein, Portwein und Madeira. Also der Triathlon. Portwein gibt die Süße, der Madeira eigentlich auch, aber er hat eine ganz andere Note noch. Und der Rotwein die Farbe auch. Und hattest du da jetzt ein Essig drin in der Soße? Da ist ein Essig drin, das schon. Aber kein Salz und kein Pfeffer. Das mache ich jetzt am Schluss gleich. Aber sonst nichts. An Öl hast du schon drin, oder? Öl, ja, ein wenig was. Also im Prinzip wie ein, wie ein flüssiger Pesto. Ja, ein Pesto ohne. Ohne Pinienkerne und ohne Käse. Mhm. Und das wird, wenn man Salz vorne reingibt, dann wird es grau. Ja. Also machst du Salz erst ganz am Schluss rein oder gar nicht? Da willst du was so schon rein. Aber wir haben ja sehr viel Petersilie und Petersilie ist ja salzig ohne Ende. Brauche ich eigentlich normal nicht, aber ein klein wenig mache ich rein. Wir machen ja den Pfeffer drauf. Pfeffer, warte, Pfeffer haben wir da. Schau, das ist Fenchel-Koriander. Schon wieder mal. Okay. Immer diese Fallen, gell? Ja, ja. Und da kocht unser Sößle schon, das ist eigentlich auch so weit, oder? Das können wir nachher auch mixen. Und auch hier wieder bei unserer, wie bei unserer Lammsoße, das ein bisschen einreduzieren, ja? Und dann die Kalbsbacken in diesem herrlichen Schmorfond glasieren und dann wird es aufgefüllt mit Kalb, Gemüse oder Geflügelfond. Was nehmen wir heute? Hast du einen Geflügelfond dabei? Ich habe einen Geflügelfond dabei. Geflügelfond, gut. Ja, wir haben eigentlich immer wieder mal so einen Vogel da auf dem Herbststand und Gemüsebrühe sowieso eigentlich immer. Das kochen wir eigentlich täglich fast. Wie oft machst du eigentlich Kochkurs? Hast du jede Woche Kochkurs? Nein, ich gerade unbedingt. Also ganz hoch bin ich nicht, aber zurzeit schon jeden Montag eigentlich, manchmal am Sonntagabend noch. Wenn halt so ein Firmen-Event ist oder sowas, die kommen natürlich auch. Wie viele Personen machst du? Bis 30 Leute. 30 Leute? Ja, da sind wir allerdings zu viert nachher. Ja. Okay, also das machst du nicht alleine? Nein, das war der Weg. Aber Standard ist so 8 bis 10 Personen. Ja. Das ist überschaubar, da bin ich der Dompteur, sage ich immer da drin. Kochen mit Renz, nicht Renz kocht alleine. Das ist einfach den. Ja, klar, die wollen ja ein bisschen Spaß haben. Zumindest durchlassen. Da haben wir das gerade dabei. Sieb kriegst du von mir? Stehst gut oder was schon gröber ist? Genau. Und schön. Viel Abfall. Also das ist jetzt aufgemixt und dann durch ein Sieb, dass so grobe Stücke einfach draußen sind und dass es eine richtig schöne Soße gibt. Dann ich hol dir mal eine Schöpfkelle, dann kannst du ein bisschen durch. Dankeschön. So, und die Kalbsbacken auch hier wieder, Ohren aufmachen, ganz wichtig. Erst putzen, dann aufmachen, ist klar. Jetzt fängt es an zu schmoren, die Flüssigkeit ist schon fast weg. Ja? Und das hört man einfach am Geräusch, dass es kurz vor dem Braten wieder ist. Jetzt lassen wir es ein kleines bisschen glasieren und dann werden wir das auffüllen mit unserem Geflügelfond. Und Geflügelfond, das hat ihr auch schon mal erwähnt, ist mir eigentlich immer ganz recht, weil Geflügel einfach zu allem passt. Passt auch zu Fisch, zu Kalb, zu Rind, ja? Und hat einfach das gewisse Etwas oder, wenn man es neudeutsch ausdrücken will, Umami. So. Die haben es neutralisiert auch ein bisschen. Es gibt jetzt so einen kräftigen Geschmack ab. Genau. Harmonisiert auch. So, harmonisiert. Das gießen wir jetzt auf, lassen es kurz aufkochen und dann kommt das Baby hier in den Ofen. Die Soße reduziert ein. Kräutersoße ist fertig. Jetzt natürlich unser Weintipp. Und da sind wir schon wieder mal am Bodensee. Der Arthur hat uns einen ganz tollen Wein mitgebracht, wo er gemeint hat, den müssen wir unbedingt probieren. Ja? Der passt es auch. Es ist ein Müller-Thurgau. Vom See natürlich, ja. Und der heißt Müller vom See 2016. Ist ein bisschen im Barrique gelagert, oder? Ja. Oder im Holzfass, sagen wir jetzt im mal. Holzfass. Ja? Aber nicht lang, höchstens 3 Monate so auf die Art. Und da kommt natürlich ein ganz toller Geschmack rüber. Gut, ja, schauen wir mal. Gibt doch immer wieder was Neues vom See, ja. Ist immer spannend.
So. So, oder? Lass mal auch noch ein bisschen Luft kriegen, ganz wichtig. So, und jetzt sind wir hier quasi in den letzten Zügen. Die Kalbsbäckle schauen dann so aus, wenn wir sie geschmort haben. Brauchen wir was zum Aufschneiden? Nein, die schneiden wir nicht mehr auf. Ach so, die werden so. Die werden jetzt einfach so draufgelegt. Ich möchte die Soße gerade drüber passieren noch und nochmal einmal aufkochen lassen. Brauchst du nochmal Sieb? Ja, bitte. Gut. Und da können wir auch Feines nehmen, gell? Ja, wie ist das? Ja, die Schmitte, genau. Und die Soße ist jetzt auch so fertig eigentlich, oder? Eigentlich ein bisschen abschmecken. Ja, wegen Abschmecken. Aber von der Konsistenz her und so passt es. Die ist relativ dick, flüssig, aber so wie Teller Tonato Soße ist schon auch ein wenig dicker. Das ist ganz mild. Schön. Ja, das ist ganz mild geräuchert. Der Geschmack vom Kalb möchte ich natürlich jetzt nicht übertönen. Ja. Oh. Das ist herrlich. Ganz schön. Aber das wir da ist auch. Machen wir da natürlich auch noch einen Test. Der ist jetzt kräftig, richtig säurehaltig auch betont. Klar. Aber das bringt eben die Harmonie, die frische Neue, vor allem eine tolle Farbe halt. Ja. So. Und das ist jetzt eine schöne, jetzt eine wunderschöne Bratensauce, wo ich einen brauche. Okay. Die habe ich dann für morgen, wenn ich meine Spätzle mit Soße mache, habe ich da was richtig Tolles dabei. Ja. Also so. Einfach einen mehrfachen Nutzen, das ist ja immer gut. So, jetzt brauche ich nochmal einen schönen Löffel. Ja, das ist jetzt schade. Ich sollte ihn mit dem Zauberstab noch haben. Ist schon so geronnen leicht. Okay, kriegst du von mir? Und eine ganz leichte Mehlbindung reicht. Aha, okay. Aber ich denke, vielleicht, wenn wir es richtig aufmixen. Wenn du es richtig mixt, ja, oder, dann müsste es eigentlich schon gehen. Ja. Ja. Man kann, wie gesagt, auch noch ein bisschen mit angerührter Stärke das Ganze noch binden. Ja, aber binden glaub, braucht man nicht unbedingt. Das ist bloß, dass es gerinnt. Okay. Dass es so geronnen ausschaut, das Ganze. So. Genau. Aber ich denke, da sind wir gut dran, wenn wir das Ganze nochmal schön aufmixen. Der Wein ist schon im Glas und kriegt ein bisschen Aroma. Ja? Und du darfst jetzt, während ich die Soße mache. Ich brauche die Soße aber. Zuerst. Die brauchst du zuerst. Ah, okay. Soße kommt unten nach und dann Fleisch drauf. Ich bin aber gleich soweit. Wir brauchen keine Angst haben. So, jetzt. Ja, das schaut ganz gut aus. Gut. Bin ja eingestellt. Rüber, fertig. So. Bäckli kochen vor sich hin und hinter sich her. So, darf natürlich schon ein klein wenig Fleischsaft mit drauf, aber nicht viel. Was natürlich auch das Aroma ausmacht und sieht auch schön aus. Und jetzt das ganz Spannende eigentlich, man sieht schon ein bisschen Fett noch drauf, aber. Ja, aber das ist so weich, dass man es einfach toll wegschmort. Nicht essen kann. Und jetzt machen wir das noch oben drauf. Garnitur. Dass wir hier Gemüse auch noch haben. Könnte man natürlich auch im Nachhinein machen, aber wenn man es im Vorhinein macht, dann hat man einfach diesen Geschmack, den das abgibt, schon mit drin. Und das ist cool. Hey. Und das ist meine Vitello Donato. Super. Also, auf nach Goppertsweiler, würde ich sagen. Vitello Donato auf Arthur Frick Renzart. Ja, ist ja nicht das Schlechteste, wie man sehen kann. Wir werden uns das nachher zu Gemüte führen und den Gaumen kitzeln lassen. Jetzt trinken wir fein Schlückle Wein. Der müsste inzwischen so gut sein. Zum Wohl. Zum Wohl, Arthur. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich kommen haben darf. Ich war jetzt das Skeptisch. Mit Werbung brauchst du ja nicht mehr, oder? Aber doch, im Fernsehen ist halt immer schön. Liebe Zuschauer, wenn Sie auch wieder Lust haben auf gute Gerichte und wertvolle Menschen, die bei uns und mit mir kochen, dann schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt wertvoll kochen. Bis dahin. Tschüss.